Guten Tag, meine Damen und Herren, herzlich willkommen an der Technischen Hochschule Köln zu meiner Videovorlesung Elektrische Netze. Heute mit der Folge Netzberechnung Leistungssenken. Wir lernen heute, warum rechnen wir mit Leistungssenken in Stromnetzen und was bedeutet das für die Berechnung von Spannungen und Strom, wenn wir solche Leistungssenken berücksichtigen müssen. Und wir lernen dann einschlägige Iterationsverfahren kennen. Was sind Leistungssenken überhaupt? Leistungssenken sind Lasten, die ihre Leistung konstant halten, auch wenn die Netzspannung sich ändert. Warum Leistungssenken? Nun, in der Hoch- oder Höchstspannungen sind die Lasten sozusagen die Mittelspannungsnetze oder alles das, was daran angeschlossen ist. Wenn wir schauen, die Trafos zwischen Hoch- und Mittelspannung regeln aber die Mittelspannung immer auf Nennspannung. Die können gestuft werden. Das ist fast überall so der Fall. Das heißt, spätestens am Einspeisepunkt der Mittelspannung haben wir immer eine konstante Spannung, unabhängig davon, wie die Leistung jeweils ist. Das bedeutet aber auch, dass unser Trafo an der Hochspannungsseite eine konstante Leistung sieht, auch wenn sich die Spannung auf der Hochspannungsseite ändert. Mit einem Wort, unsere Mittelspannungsnetze sind Leistungssenken. Als nächstes gucken wir in der Niederspannung. Dort haben wir immer mehr Lasten, die tatsächlich ebenfalls konstante Leistung beziehen, auch wenn die Spannung sich ändert. Computer, Fernseher zum Beispiel haben Schaltnetzteile, die genau das machen. Selbige gilt für moderne LED-Lampen, für Ladegeräte, mit einem Wort für sämtliche modernen Geräte, die elektronische Netzteile drin haben. Wie können wir mit solchen Leistungssenken Ströme und Spannungen in einem Netz berechnen? Schauen wir uns einmal hier ein solches Beispiel an. Wir hätten jetzt hier also eine Last, die eine bestimmte Leistung bezieht. Wir haben am Anfang eine bekannte Spannung UI und einen Widerstand in Serie, hier mal sehr vereinfacht dargenommen, um das Problem zu schildern, einfach einen ohmschen Widerstand RI. Und wir schauen uns jetzt einmal an, wie denn jetzt Strom und Spannung aussehen können, oder besser gesagt, wie die Leistung aussieht bei bestimmten Spannungen und Strömen. Und dazu drehen wir sozusagen den Widerstand einmal rauf und runter. Wir fangen einmal an im Leerlauf, das heißt, der Widerstand ist sehr groß. Wir haben die maximale Spannung UI, es fließt kein Strom. Und wenn wir jetzt den Widerstand etwas kleiner drehen, dass Strom fließt, bekommen wir einen, dann nimmt der Strom zu, wie wir hier unten als blaue Kurve sehen. Aber die Spannung bricht auch zusammen, wie wir wissen. Und die Leistung nimmt aber auch erstmal kräftig zu, weil der Strom eben kräftig zunimmt. Wir kennen dieses Bild eigentlich auch schon aus den Grundlagen der Elektrotechnik. Dort habe ich es auch schon einmal gezeigt. Aber es macht Sinn, das hier noch einmal aufzufrischen. Schauen wir uns den anderen Fall an. Wir starten bei einem Kurzschluss, drehen den Widerstand also auf 0. In dem Fall ist die Spannung am Ende 0. Es fließt maximaler Strom. Und wenn wir dann den Widerstand etwas größer drehen, dann bekommen wir auch eine Spannung am Widerstand. Der Strom nimmt ein wenig ab, er bricht ein, aber die Leistung nimmt zunächst einmal zu. Das heißt, wir haben im Grunde hier das entgegengesetzten Verlauf wie in der Nähe des Leerlaufs. Das heißt, hier, wenn der Widerstand größer wird, nimmt die Leistung zu. Im Leerlauffall ist es andersrum. Ja, wenn wir jetzt den Widerstand weiter durchdrehen, dann nimmt halt
die Spannung weiterhin zu und der Strom nimmt weiterhin ab. Die Leistung verläuft in dieser parabelförmigen Kurve. Und parabelförmig bedeutet, dass wir für eine vorgegebene Leistung an unserem Widerstand R zwei mögliche Lösungen haben. Das sind zwei möglich physikalische Zustände, die beide durchaus relevant sind. Allerdings in unserem Stromnetz verwenden wir üblicherweise den Punkt mit der höheren Spannung und dem niedrigeren Strom. Das heißt, üblicherweise betreiben wir unsere Stromnetze in dem Bereich hier, in dem also die Leistung zunimmt, wenn unsere Impedanz kleiner wird. Ja, das Ganze können wir mit zwei Knoten noch analytisch berechnen. Das gibt dann eine quadratische Gleichung, die wir mit der PQ-Formel lösen können. Schauen wir uns das einmal an. Der Ansatz ist folgendermaßen: Der Strom I2 in unserer Last ergibt sich aus der Spannungsdifferenz U1 und U2. U1 kennen wir und U2 und I2 wollen wir ausrechnen. Ja, P2 ist ebenfalls bekannt oder hier im Bild ist es noch S2 genannt. Das heißt, wir können also diese beiden Gleichungen aufstellen. Die Leistung an unserer Last ergibt sich eben hier aus der üblichen Leistungsformel und hier haben wir das übliche ohmsche Gesetz. Diese beiden Gleichungen können wir miteinander verknüpfen, indem wir sie gleichsetzen. Damit haben wir dann also schon mal den Strom I2 rausgeworfen und haben nur noch unsere Spannung U2 und wir sehen, wie schon erwartet, eine quadratische Gleichung und die können wir jetzt mit dieser PQ-Formel lösen und bekommen dann hier also eine Gleichung heraus, die Sie hier auch ablesen können, wo also eine Wurzel drin steht, die etwas lästiger zu rechnen ist. Ja, und wenn wir dann die Spannung U2 haben, dann können wir auch natürlich mit Hilfe der Formel hier den Strom durch unsere Last ausrechnen. Also wie gesagt, bei einer einzelnen Last mit einem einfachen Strang können wir das tatsächlich noch so per Hand konkret ausrechnen, wie groß denn unsere Spannung U2 tatsächlich ist. Sobald wir mehr als zwei Knoten haben, können wir das ohne weiteres nicht mehr straightforward analytisch lösen, sondern wir haben hier ein nichtlineares Gleichungssystem und das ist nur iterativ lösbar. Das bedeutet, wir müssen uns also irgendeine Methode ausdenken, mit der wir dann Schritt für Schritt dann an die richtigen Spannungen kommen. Eins davon ist das sogenannte Stromiterationsverfahren. Wir geben die Leistung an den Knoten vor, wie üblich, wie schon geschehen, und nehmen zunächst mal sinnvolle Startwerte für die Spannungen an den einzelnen Knoten an, auch wenn wir sie noch nicht genau kennen. Aber wir vermuten mal, dass sie irgendwo in der Nähe der Nennspannung sein werden und damit beginnen wir. Und dann können wir also Folgendes machen. Wir können mit Hilfe der Nennspannung können wir Ströme ansetzen als ersten Schritt, die bei Nennspannung fließen, wenn diese Leistungen gefordert sind. Mit diesen Knotenströmen können wir dann mit Hilfe beispielsweise des Knotenpotentialverfahrens, was Sie ja in Grundlagen der Elektrotechnik kennengelernt haben, dann die Spannungen an den jeweiligen Knoten ausrechnen. Damit haben wir dann also die Spannungswerte an den Knoten. Das sind noch nicht wirklich die endgültigen, denn die sind ja ausgerechnet worden für die Ströme, die wir bei Nennspannung annehmen. Aber diese Spannungen sind sicherlich schon mal deutlich besser als das, was wir vorher geschätzt haben. Mit diesen nun verbesserten Spannungen können wir jetzt wieder ausrechnen, wie groß denn dann die Ströme sind. Wenn es Lasten sind, dann werden sich diese Ströme im Betrag sicherlich ein klein wenig erhöhen, weil typischerweise die Spannungen eben runtergehen. Naja, fast immer. Es gibt auch Ausnahmen.
Gut, aber mit diesen nun verbesserten Strömen gehen wir wieder in das Knotenpotentialverfahren hinein und rechnen die Spannungen noch einmal aus. Dann bekommen wir wieder neue Werte für die Spannungen, die noch ein bisschen genauer sind. Und dann können wir wieder die Ströme ausrechnen. Und das machen wir so häufig, bis wir merken, dass von einem zum nächsten Schritt die Spannungen sich nicht mehr wesentlich ändern. Mit einem Wort, wenn die also unter einem bestimmten Genauigkeit bleiben. Diese Iterationsgenauigkeit gibt man dann in den entsprechenden Programmen, die das machen, dann entsprechend auch an. Das heißt, wenn die Differenz zum letzten Wert klein genug ist, dann sind wir zufrieden und können dann eben die Spannungen an den jeweiligen Knoten angeben für die Leistungen, die dort abgefragt werden. Dieses Stromiterationsverfahren ist sehr stabil, allerdings relativ langsam. Es braucht vergleichsweise viele Iterationen. Und darum gibt es noch ein weiteres Iterationsverfahren, dessen Prinzip ich Ihnen jetzt einmal vorstellen möchte. Das ist das Iterationsverfahren nach Newton-Raphson. Das heißt, der Herr Raphson hat sich das Newton'sche Näherungsverfahren, das Newton im eindimensionalen, man muss fairerweise sagen, zweidimensionalen Raum sozusagen angewendet hat und beschrieben hat, erweitert ins Mehrdimensionale. Um das zu verstehen, schauen wir uns noch einmal das Newton'sche Näherungsverfahren an. Und wir haben jetzt hier als Beispiel einen stetigen, aber nicht linearen Abhängigkeit der Leistung von der Spannung. Das Problem dabei ist, wir können nicht direkt die Spannung aus der Leistung ausrechnen, sondern nur umgekehrt. Das heißt, wenn wir die Spannung kennen, können wir die Leistung ausrechnen. Also fangen wir an mit einem beliebigen Startwert und rechnen dann die Leistung aus. Was wir auch können, ist die Ableitung, die Tangente an dieser Kurve berechnen. Und mit Hilfe dieser Tangente wählen wir uns dann den nächsten Wert aus, wenn wir feststellen, dass die Leistung nicht mit der passt, die wir eigentlich gesucht haben. Das heißt, wir legen eine Tangente an, an dem Schnittpunkt mit unserem Zielwert bekommen wir eine neue Spannung. Und mit dieser Spannung können wir jetzt wieder eine Leistung ausrechnen und schauen einmal, wie weit wir denn da gekommen sind. Das heißt, wir bekommen die erste Näherung und dann machen wir dasselbe Spiel, ja, legen wieder die Tangente an, erhalten eine zweite Näherung und mit Hilfe der Tangenten nähern wir uns so relativ zügig der Spannung, mit der wir dann tatsächlich den Zielwert erhalten. Das ist das Newton'sche Näherungsverfahren im, ich nenne es mal, eindimensionalen Fall, weil wir hier tatsächlich nur eine Größe variieren. Wenn wir mal aufschreiben, wie dazu der Algorithmus aussieht, so stellen wir fest, im Eindimensionalen erhalten wir die Spannung U2, also die nächste Spannung, indem wir die vorherige Spannung minus eine Spannungsdifferenz ausrechnen. Und diese Spannungsdifferenz, die ergibt sich hier nach dieser Formel, also zum einen aus der Steigung an der Tangente, die wir hier ermitteln, und Leistung P1 minus P0. Ja, das ist also praktisch die Gleichung, mit der sich dann die Spannung U2 dann ergibt. Im mehrdimensionalen Fall wird aus unserer Spannung U1 ein Vektor mit allen Knotenspannungen, die wir in unserem Netzwerk haben. Und aus der Leistung wird ebenfalls ein Vektor mit all den Leistungen, die wir an den Knoten haben. Und des Weiteren können wir die Ableitung der Leistung über der Spannung darstellen als sogenannte Jacobi-Matrix. Fragen Sie mich nicht genau, wie man das macht. Dazu, wenn Sie das tatsächlich selber umsetzen wollen, würde ich Sie bitten, einen Mathematiker zu fragen, die wissen das besser. Aber es reicht mir, wenn Sie sich merken, dass die Jacobi-Matrix sowas wie die mehrdimensionale Ableitung
des Leistungsvektors ist. Ja, in unserer eindimensionalen Gleichung steht die Ableitung auch noch unter dem Bruchstrich, das heißt also 1 durch irgendwas. Ja, und im mehrdimensionalen, wenn wir mit Vektoren und Matrizen arbeiten, entspricht das dem hoch minus 1, mit einem Wort, der Inversion. Und damit bekommen wir dann also die Gleichung für unseren mehrdimensionalen Fall. Das heißt, wir kriegen den nächsten Spannungsvektor für alle Knoten, indem wir die Spannung von allen Knoten im ersten Fall nehmen und dann die Vektoren von der errechneten Leistung minus dem Vektor von dem, wo wir hinwollen, rechnen und das auch noch multiplizieren mit der invertierten Jacobi-Matrix. Ja, das ist vergleichsweise kompliziert auf den ersten Blick. Umgesetzt als mathematischen Algorithmus geht das aber relativ zügig und zackig und man braucht dabei diesem Verfahren vergleichsweise wenig Iterationspunkte und das ist eigentlich das, was dieses Verfahren dann eben schneller macht. Es ist allerdings auch ein wenig anfälliger, das heißt, wenn diese Kurve hier lokal Minima, Maxima hat oder zu flach oder zu steil oder was auch immer ist, keine Ahnung wo genau, dann kann es sein, dass dieses Verfahren nicht gut oder gar nicht iteriert. Das heißt, wenn Sie also einmal mit einem Netzberechnungsprogramm arbeiten und das System nicht iteriert, könnte eine Lösung sein, einmal das Iterationsverfahren zu wechseln und vielleicht das Stromiterationsverfahren auszuwählen. Bei den allermeisten Netzberechnungsprogrammen können Sie nämlich auswählen, welches Verfahren Sie für die Iteration verwenden. Meistens ist das Newton-Raphson-Verfahren oder eine Weiterentwicklung davon als Standardmethode vorgewählt, aber Sie können bei sehr vielen Programmen dann häufig auch andere Verfahren wählen, wie zum Beispiel das Stromiterationsverfahren. Versprechen Sie sich nicht allzu viel davon. Häufig ist, wenn ein Programm nicht iteriert, der Fehler nicht das Näherungsverfahren, sondern dass Sie vielleicht schlechte Eingaben gemacht haben. Ganz beliebt ist es zum Beispiel, mit den Einheiten sich zu vertun, sodass man dann plötzlich an einem einzelnen Haushalt nicht ein Kilowatt, sondern ein Megawatt hat. Und auch so etwas bringt ein Iterationsverfahren schnell aus dem Tritt. Das heißt, wenn Ihr Problem nicht iteriert, schauen Sie nochmal genau alle Zahlenwerte nach, ob die denn auch richtig sind. Ja, damit möchte ich für heute zum Schluss kommen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal.